Hallo YouTube, in diesem Video zeige ich euch, wie ihr einen kostenlosen Mountain Blade Warren Server bekommt. Dazu müsst ihr als erstes auf tailworld.com gehen, also einfach mit dem Browser drauf gehen. Dann geht ihr auf Mountain Blade Warren, dann hier auf Downloads. Dann steht hier Other Downloads. Dann Dedicated Server Files. Dann speichern. Das dauert jetzt ein bisschen, bis es fertig ist. Ich werde dann vorspulen. Genau, und ich wollte noch sagen, wenn ihr jetzt einen Mountain Blade Warbird Napoleonic Wars Dedicated Server erstellen wollt, dann braucht ihr auch die Dedicated Server Files von Napoleonic Wars. Das heißt, müsst auf Napoleonic Wars drücken, wenn es dann funktioniert. Und dann geht ihr hier auch auf Downloads und dann hier genau dasselbe. So, aber wir wollen jetzt einfach nur für unser Native-Modul einen Server erstellen. Ihr braucht dazu noch WinRAR, das gebe ich euch auch noch in die Videobeschreibung, Link dazu, wie ihr WinRAR downloaden könnt. Dann packt ihr das auf euer Desktop. Also ich stecke gleich in meine Dedicated Server Files rein. Das könnt ihr dann schließen. Genau, dann sieht es jetzt in etwa so aus. So, und dann müsst ihr, geht hier auf Sample Deathmatch. So, dann habt ihr jetzt hier so eine Textdatei vor euch und dann müsst ihr jetzt noch ein bisschen was machen. Das müsst ihr löschen. Set Admin Pass. Da kann man einfach einen Admin Pass setzen. Also, wenn ich jetzt beim Mountain Blade war bin, dann ein bestimmtes Passwort eingebe und dann auf Server verbinden drücke, dann bin ich eben Admin, habe Admin-Rechte. Da gibt ihr einfach ein Passwort ein. Ich gebe immer Strong ein als Admin-Passwort. Da hier das wieder löschen, genauso wie ich das mache. Dann steht da hier Private Pass, das ist halt bloß, wenn ihr ein Passwort setzen wollt zu einem Mountain Blade Server. Wir wollen den öffentlich machen, deswegen können wir den ausklammern. Also macht es einfach genauso, wie ich das mache. Dann das Server Name. Da gebe ich jetzt einfach, da könnt ihr irgendwas eingeben. Ich glaube bloß Gänsefüßchen dürft ihr nicht eingeben. Apostroph und sowas halt. Lobrian Server, keine Ahnung. Dann das wieder löschen. Dann Welcome Message, keine Ahnung, da könnt ihr einfach schreiben Willkommen. Oder keine Ahnung was. Das wieder löschen. Das löschen. Das könnt ihr auch löschen. Das lasst ihr einfach. Das ist einfach, dass ihr im Deathmatch-Modus startet. Aber auch wenn ihr es in einem Battle-Server starten wollt oder so, würde ich trotzdem euch empfehlen, erstmal Deathmatch starten. Danach über das Admin-Passwort und über den Administratoren-Panel dann dementsprechend euer Server konfiguriert. Set Max Players, das können wir eigentlich lassen. Ihr könnt es auch noch ein bisschen umändern. Also wenn ihr 64 Spiele wollt, da 32 reichen voll und ganz aus. Set Namen Bots so enabled, das heißt, wie viele Bots dürfen maximal oder können gewählt werden. Da machen wir jetzt einfach mal 100. Das ist eigentlich egal, ihr könnt es aber auch einfach so lassen. Das lasst ihr. Genau, das hier sind die Ports, die ihr dann nachher noch öffnen müsst. Den 7240 Port und den 7241 Port. Das könnt ihr eigentlich so lassen. Das passt eigentlich. Dann drückt ihr auf Datei speichern. Dann könnt ihr das schließen. Dann geht ihr noch hier drauf. Einmal Rechtsklick machen und dann hier oben auf Bearbeiten. Dann steht da hier Native. Man kann auch andere Module
auf diesem Server laufen lassen. Also Napoleonic Wars Module nicht und alle anderen Module, die von Napoleonic Wars entsprungen sind, sondern Native Module. Keine Ahnung, ich weiß nicht, was sonst noch geht. Ja, China Battlefield vielleicht. Ich weiß auch nicht ganz genau. Da müssen wir einfach mal probieren, jetzt welche Module gehen und welche nicht. Aber eigentlich funktionieren fast alle da, das kann ich schon sagen. So, und jetzt müsst ihr dann noch eure Ports öffnen. Wie geht das? Als erstes bräuchte ihr erstmal eure IP-Adresse. Da gibt ihr erstmal CMD ein, unten links bei Windows. Dann, so wie ich es mache, IP-Config. Dann bräuchte ihr hier euer Standard-Gateway und eure IPv4-Adresse. Dann geht ihr zu eurem Browser. Dann gibt ihr hier die Standard-Gateway-Adresse ein. Genau, jetzt ist es dann da. Als Benutzername ist meistens Admin. Dann das Kennwort ist unterschiedlich. Also, als ich das damals eingerichtet habe, mussten wir damals ein Passwort eingeben. Und keine Ahnung, das kann ich euch nicht sagen. Das ist aber eben individuell. Bei manchen steht das auch auf dem WLAN-Router drauf, auf der Rückseite, glaube ich. Und jetzt will ich die Aufnahme kurz stoppen und dann wieder weitermachen, wenn es soweit ist. So, wenn ihr dann drinnen seid, sieht es in etwa bei euch so aus. Also bei euch wird es vielleicht ein bisschen anders aussehen, weil ihr vielleicht eine Fritzbox oder sowas habt. Dann geht ihr erstmal auf Erweitert. So, dann sieht es bei euch in etwa so aus. Also ich habe jetzt schon ein paar Ports geöffnet. Genau, für Mountain Blade Warband gibt ihr dann einfach, also müsst ihr erstmal hier ein Häkchen machen, das aktiviert wird, den Namen Mountain Blade Warband, dann eure IP-Adresse. Die IP-Adresse, die ihr braucht, steht dann hier. Dann, es reicht eigentlich, wenn ihr den Port 7240 öffnet und dann alles so abspeichert. Genau, und dann drückt ihr einfach hier unten auf Einstellungen speichern. Gut, ich brauche jetzt nicht speichern, weil ich ja nichts verändert habe. Genau, wenn ihr dann alles habt, dann wieder auf Abmelden und dann dürft es hoffentlich gehen. So, wenn jetzt eure Ports geöffnet sind, dann geht ihr wieder auf euren Modern Blade Warband Dedicated Ordner. So, und wir haben jetzt bei Deathmatch die Datei quasi bearbeitet. Also müsst ihr das auch dann Doppelklick andrücken. Also Doppelklick zweimal. Jetzt wird der Server gestartet. So, und jetzt muss ich Frap starten und dann sehen wir uns in-game wieder. So, da bin ich jetzt wieder. Als erstes drücke ich dann auf Multiplayer. Dann Spiel beitreten. Und normalerweise müsste dann euer Server im lokalen Aero Network zu sehen sein. Guck da, hier ist er. Ich schaue es bloß mal im Internet nach, ob er da zu finden ist. Da hier ist der Server, wie ihr sehen könnt, ist er im Internet jetzt auch zu finden. Könnt ihn auch zu den Favoriten hinzufügen. Dann gebe ich jetzt das Admin-Passwort Strong ein und somit erhalte ich dann die Admin-Rechte. Da willkommen. Ja, das könnt ihr eben alles umändern. Hier habt ihr noch den Administratoren-Panel. Wenn ihr dann einen anderen Spieltyp wählen wollt, könnt ihr es hier auswählen, könnt die Fraktionen nochmal auswählen. Ein paar Bot-Spieler hinzufügen. Genau, und das war's dann eigentlich. Ja, ich hoffe, dass es bei euch auch funktioniert hat. Wenn es irgendwie nicht funktioniert hat, dann schreibt es bitte in eure Kommentare rein. Und dann werde ich mal schauen, ob sich da irgendwas machen lässt. Und auch bitte dieses Video liken. Und ciao.